Hochhäuser. Ob zum Wohnen oder Arbeiten, ohne Aufzüge ginge hier nichts und niemand. Rund 600.000 Aufzüge gibt es in Deutschland. Doch viele Menschen fühlen sich in den fahrenden Kabinen unsicher, haben Angst, die Technik versagt. Kein Grund zur Panik, sagt Dirk Länger, wenn diese Plakette zu sehen ist. Anhand der Plakette kann man erkennen, ob der Aufzug geprüft ist. Erkennbar ist das nächste Prüfdatum und wenn die Plakette im Aufzug klebt, kann man sicher sein, der Aufzug ist in den letzten 12 Monaten von uns geprüft und kann sicher genutzt werden. Die regelmäßige Prüfung von Aufzügen ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber kann die Kabine nicht doch abstürzen? Also ein Aufzugabsturz kann eigentlich nicht passieren, nur in Film und Fernsehen. Ja, ist sehr unwahrscheinlich. Der Aufzug hat hier einen Geschwindigkeitsbegrenzer, der blockiert, wenn die Anlage zu schnell wird. Und dann werden am Fahrkorb Fangzangen eingezogen, die die Kabine festklemmen. Die Prüfung muss von dazu anerkannten Unternehmen durchgeführt werden. Dirk Länger checkt die gesamte Technik. Türöffner, Führungsschienen, Getriebe, Seilanlagen, Bremsen, Belüftung und den Notruf. Aufzüge sind verpflichtend, einmal pro Jahr zu prüfen. Da gibt es eine große und eine kleine Prüfung, die sich abwechseln. Die große Prüfung ist allumfassend mit den ganzen Sicherheitseinrichtungen. Und bei der kleinen Prüfung machen wir das Wichtigste, wie die Türen, der Notruf, alles, was ganz relevant ist, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Wer beim Aufzugfahren auf Nummer sicher gehen möchte, findet die Prüfplakette gleich neben dem Bedienfeld. Unabhängig von der Prüfung kann es passieren, dass ein Aufzug während der Fahrt stehen bleibt. Das ist ärgerlich, aber in der Regel ungefährlich. Jeder Fahrkorb ist mit einem Notfallknopf ausgestattet, der auch bei Stromausfall funktioniert. Ein Alarmton informiert den Notdienst, der über eine Sprechanlage oder ein Telefon Kontakt aufnimmt. Guten Tag, wir stecken hier gerade im Aufzug fest. Dann heißt es Ruhe bewahren und warten. In der Regel ist man spätestens nach 30 Minuten wieder frei. Geprüfte Aufzüge bringen einen sicher in die höchsten Stockwerke. Kürzere Distanzen kann man aber auch laufen, der Gesundheit zuliebe.